bitterkalt in Winterberg. Aber auch bei Temperaturen von minus 10 bis minus 12 Grad müssen die Skipisten für den nächsten Tag vorbereitet werden. Und da gibt es für die zwischen 400 und 500 PS starken Pistenwalzen allerhand zu tun. Angetrieben werden die Skiraupen übrigens von modernen Lkw-Motoren. Um die Belastungen für die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, fahren sie aber nicht mit Diesel, sondern mit HVO 100. Dadurch wird der CO2-Ausstoß um mehr als 90% reduziert. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den Motoren und bei der Technik der Pistenraupen. Also wir fahren hier unsere Pistenbullis mit Mercedes-Motoren und Cummins-Motoren. Pistenbullis fahren hydraulisch angetrieben über Hydrostatgetriebe. Wir haben ein Lenkrad, wo wir verschiedene Funktionen haben. Da können wir die Fahrgeschwindigkeit, die Fräsgeschwindigkeit einstellen. Das Ganze wird dann über ein Fußpedal gesteuert. Und unser Schild vorne, wo wir den Schnee mit verschieben, um die Piste glatt zu machen. Da haben wir auf dem Joystick mehrere Funktionen. Also wir können das komplette Schild bewegen, wir können hoch, runter, wir können den Schnittwinkel ändern. Wir haben 12 Funktionen allein für das Schild auf dem Joystick. Die Fahrer der Maschinen sind für die Einheimischen die Helden der Nacht. Sie präparieren die Hänge, damit die Wintersportler unter besten Bedingungen und vor allem sicher starten können. Während vorne mit dem rund 6 Meter breiten Schild die weiße Pracht verteilt wird, sorgt der hintere Teil der Raupe dafür, dass der Schnee gefräst wird. Er wird also zunächst gelockert und dann wieder verdichtet. Erst vor wenigen Tagen haben sich die Betriebe des Skilift-Karussells in Winterberg, die insgesamt etwa 20 Pistenraupen einsetzen, geschlossen für den besonders emissionsarmen Kraftstoff entschieden. Uns geht es hauptsächlich um die Zukunft, dass wir auch in vielen, vielen Jahren hier noch im Sauerland den Skibetrieb anbieten können. Wir wollen den CO2-Ausstoß mindern, weil die ganze Region irgendwo von dem Skibetrieb abhängig ist. Uns ist allen bewusst, dass wir, wenn wir weiter CO2 ausstoßen oder viel CO2 ausstoßen, wahrscheinlich irgendwann keinen Skibetrieb mehr anbieten können. Die Entscheidung für HVO 100 kommt nicht von ungefähr. Ein groß angelegter Pilotversuch mit HVO 100 im Sauerland startete bereits im letzten Sommer. Insgesamt 7 Betriebe von Straßen NRW beteiligten sich mit der Firma Heuer an einem Test und kamen zu dem Ergebnis, dass die Betankung ihrer Fahrzeuge im Vergleich zum Diesel zu keinerlei Beeinträchtigungen im Alltag führt. Seitdem ist der CO2-reduzierte Kraftstoff gefragter denn je und der erobert immer neue Einsatzgebiete. Also die nächsten großen Betriebe, die wir uns angefragt haben, wo wir in der Beratung sind, wo wir auch schon in der Testphase sind, sind unsere Steinbrüche. Wir haben hier im oberen Sauerland sehr viele Diabas-Steinbrüche, die für den Straßenbau deutschlandweit die Steine liefern. Mit Großgeräten von Komatsu, von Liebherr, von Caterpillar, die werkseitig schon mit HVO 100 ausgeliefert werden und jetzt dann auch im Dauerbetrieb mit HVO laufen sollen. Wir haben Großspeditionen, die durch ganz Europa fahren, die die Möglichkeit im europäischen Ausland mit HVO haben und wollen dann hier in Deutschland die Möglichkeit auch haben und wollen dann hier vom Hof aus direkt mit HVO 100 starten und dann ihre Ziele in Europa anlaufen. Und wie könnte es anders sein? Längst werden die sauerländischen Streu- und Räumfahrzeuge von Straßen NRW auch im besonders einsatzträchtigen Winterdienst mit HVO 100 betankt und eingesetzt. 250 Kilometer Straßen müssen freigehalten werden. Aber auch viele Parkplätze müssen geräumt und gestreut werden, um den Touristen eine problemlose Anreise in die Wintersportgebiete zu ermöglichen. Angeschlossen an der HVO 100-Betankung hat sich mittlerweile auch der städtische Bauhof in Winterberg. Alles funktioniert reibungslos. Nach einem Winterdienstag kommen so auf einem Winterdienstfahrzeug 300 bis 400 Kilometer, wenn die Wetterlage es erfordert. Quasi bei Starkschneefall läuft das Fahrzeug von morgens 3 Uhr bis abends 23, 24 Uhr fast im Dauerbetrieb. Der HVO 100 Diesel hat sich im Winterdienst sehr gut bewährt. Wir haben hier Temperaturen bis minus 25 Grad. Auch da gibt es keine Probleme. Die Fahrzeuge laufen zuverlässig und souverän.
Es ist vor allem der Umweltgedanke in der vom Fremdenverkehr geprägten Region, der diesen starken Zuspruch ausgelöst hat. Entscheidend für die Betankung der Pistenraupen mit HVO 100 ist ebenso die Winterfestigkeit dieses Kraftstoffes, der selbst extremen Minusgraden standhält. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Wintersaison zwar einen regelrechten Run mit jährlich weit über 1 Million Touristen auf das Sauerland auslöst, durch den Einsatz von HVO 100 aber weitere unnötige Umweltbelastungen vermieden werden. Wir haben im Winter in den Pistenraupen, wir haben in den Skidus, wir haben in den Schneeräumfahrzeugen, haben wir einen klimaneutraleren alternativen Kraftstoff. Wir haben im Sommer, wenn die Wanderer hier sind, wenn die Mountainbiker hier sind, die Forstbetriebe fahren auf Harvestern HVO 100. Wir haben hier die Anforderungen der Öffentlichkeit erfüllt, aber auch die Anforderungen der Kunden an die Maschinen. Sie wollen einen leistungsstarken Kraftstoff haben, der gut zum Einsatz kommt, der Kraftstoff einspart, der mehr Leistung bringt. Aber was bedeutet es überhaupt, eine ganze Region mit dem umweltfreundlicheren Kraftstoff zu versorgen? Jetzt, wo überall im Sauerland Schnee liegt und die einzelnen Pistenbetriebe nicht selten nur mühsam zu erreichen sind. Wir begleiten Berufskraftfahrer Olli Fersen von der Firma Heuer bei seinen Einsätzen. Meist hat er den Anhänger seines Lkw woanders abgestellt, um die engen Straßen und Gelände der Skibetriebe besser erreichen zu können. Mitunter sind nämlich die Betriebshöfe der Skianlagen total vereist und Olli hat große Mühen, sie mit dem Tankwagen überhaupt erreichen oder auch wieder verlassen zu können. Wer denkt da schon an einen Lkw-Fahrer, der einfach nur seine Arbeit machen will? Doch lassen wir Olli selbst erzählen. Und da muss man sich selber dann zu helfen wissen. Ne? Wie komme ich die Berge hoch, wie komme ich sie wieder runter, ja, was mal schwieriger ist. Und immer schon aufpassen, dass nichts passiert. Einfach cool bleiben, ruhig bleiben. Ja, Hektik, Stress oder irgendwie rumschreien, das bringt überhaupt nichts. Dann gibt es nur Bruch und Klamotten und Kunden sind unzufrieden, man selber wird unzufrieden. Man muss einfach ruhig bleiben. Und so lautet Ollis Devise denn auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Wichtig ist ihm, gesund und sicher anzukommen und die Wünsche der Kunden zuverlässig zu bedienen. Und so schwierig die Straßen- oder Platzverhältnisse auch manchmal sind, spätestens der Blick in die traumhafte Winterlandschaft des Sauerlandes entschädigt ihn für vieles.